Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich mache momentan eine Radtour auf dem Europaradweg R1, befinde mich gerade an der Innerstetalsperre im Harz und fahre heute weiter Richtung Goslar. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Es ist 20 nach 8, das Fahrrad ist gepackt, kann losgehen. Ich bin zurück in Langelsheim. Das ist der Ort, von dem ich gestern zur Talsperre abgebogen bin und jetzt musste ich heute Morgen wieder zurück. Und da vorne biege ich jetzt gleich wieder auf den R1. So, da vorne am Laternenpfahl sind die Pfeile. Ich übersehe die sehr leicht. Ja, jetzt geht es hier nach links Richtung Goslar. Europaradweg R1. Hier haben sie noch die alten Schilder. Und bis Goslar sind es jetzt noch etwas über 6 Kilometer. Ja, so sieht es hier am Nordrand des Harzes aus. Ich bin inzwischen in Goslar angekommen und versuche jetzt mal ins Stadtzentrum zu fahren. Das hier ist die Marktkirche. Die Türme kann ich nicht filmen, weil die im Gegenlicht liegen. Und da scheint die Fußgängerzone zu sein. Goslar ist wirklich eine schöne Stadt und der Abstecher in die Altstadt vom R1 lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin jetzt aus Goslar fast raus und bin jetzt wieder auf dem R1, der ja die Altstadt umfahren hat. Jetzt geht es hier den Berg hoch. Ja, und schaut mal, was ich in Goslar gefunden habe, ein neues Hemd. Ja, ist wieder von der gleichen Marke und auch wieder schön locker, leicht. Und hat lange Arme und ich hoffe, dass mich das ein bisschen vor der Sonne schützt. Da bin ich sehr froh, dass ich so schnell Ersatz für mein schönes Hemd gefunden habe. Denn ich habe das nicht so gerne, wenn die Trikots so eng anliegen. Das ist so ein bisschen luftiger jetzt mit dem Hemd und die langen Ärmel schützen halt die Arme vor der Sonne. Uiuiui, jetzt geht es hier schon eine ganze Weile bergauf. Immer noch ein ganz schönes Stück in die falsche Himmelsrichtung. Ist auch schon 10:45. Die Läden in Goslar eben haben erst um 10 Uhr aufgemacht. Das hat mir die Gelegenheit gegeben, noch einen schönen italienischen Espresso zu trinken. Jetzt muss ich erstmal aufhören zu reden, weil hier gab es einen schönen Aussichtspunkt. Vorne ist die Marktkirche von Goslar. Und da habe ich eben den Espresso getrunken, dann bin ich erst ins Sportgeschäft gegangen, die hatten aber nichts und haben mich dann in diesen Spezialladen geschickt, wo ich dann noch ein Hemd im Angebot bekommen konnte. Das war dann auch das einzige in meiner Größe, da habe ich wirklich Glück gehabt. Ja, hier sind jetzt auch sehr viele Wanderer heute unterwegs, es ist Samstag und dem Wetter bietet sich das natürlich an. Hier ist geholzt worden, die Preise sind ja im Moment sehr gut. Aber ich bin jetzt hier mitten im Harz irgendwie. Es geht rauf und runter. Sehr schön. Ich bin noch gar nicht weit gekommen heute. Und ich denke, dass ich auch nicht weit fahren werde. Der nächste Campingplatz liegt in Thale. Das sind so ungefähr 70 Kilometer von meinem Campingplatz entfernt, auf dem ich letzte Nacht übernachtet habe. Das reicht dann auch. Es geht hier ständig rauf und runter und dann die kleinen Wege kann ich nicht schnell fahren. Hier muss ich zum Beispiel jetzt bremsen. Ja, und ich bin auch von den letzten Tagen ein bisschen angestrengt. Also werde ich es heute ruhig angehen lassen. Das müsste jetzt Oker sein und da vorne die Fabrik, die sieht aus wie eine, wie man sie früher für die Modelleisenbahn kaufen konnte. Ja, man kann auf jeden Fall an der Topografie sehen, dass es ein bisschen anspruchsvoll ist. Und ja, wann kommt man schon mal hier hin? Da lasse ich mir jetzt lieber Zeit. Ja, hier ist jetzt massiv geholzt worden. Es riecht ganz toll nach Fichte. Und ja, die Holzpreise sind ja wie gesagt hoch. Wie im Moment habe ich, glaube ich. Aber die Benzinpreise für die Kettensägen und die großen Maschinen auch. Der R1 hat jetzt Bad Harzburg nördlich umgangen. Und jetzt geht es hier wieder durch den Wald. Weil hier musste man erstmal hochkommen auf diesen wunderschönen Weg. Ich muss sagen, es ist ganz schön anspruchsvoll. Herzlich willkommen in Sachsen-Anhalt, der R1 und wie er durch Sachsen-Anhalt führt. Hier ist noch was geschrieben.
wer es lesen will, kurz das Video anhalten. Ich war noch nie in Sachsen-Anhalt und da bin ich jetzt gespannt, was da auf mich zukommt. Ich bin jetzt hier auf der Grenze und von hier bis Thale, da wo mein Campingplatz für heute ist, da sollen es noch 36 Kilometer weit sein. 36 Kilometer klingt jetzt erstmal nicht viel, aber bei diesem Rauf und Runter und diesen Wegeverhältnissen kann sich das ganz schön ziehen. Eben auf der Karte hat man auch gesehen, dass man eine ganze Menge sehen kann, wenn man will. Ja, ich habe auch noch gar nicht erwähnt, dass das Aufnahmedatum für dieses Video der 25. Juni ist. Oh, Gegenverkehr. Komme ich hier aus dem Wald raus, da hat sich der Himmel verfinstert. Den Regenponcho extra nicht zusammengefaltet gestern, weil ich schon damit gerechnet habe. Ich bin jetzt in Isenburg im Harz angekommen und jetzt hatten sie ja vorhin diese große Tafel über den R1 aufgestellt und jetzt haben sie vergessen, Wegweiser am Wegesrand aufzuhängen. Ich hoffe, das bessert sich gleich noch. Hier haben sie jetzt doch welche aufgestellt, die sehen nur ein bisschen anders aus und sind recht klein. Und da vorne sieht es aus, als könnte man da eine schöne Pause machen. Ja, hier gefällt es mir gut. Ich muss nur jetzt gleich mal checken, was das mit dieser Wolke da auf sich hat. Ja, die Bank kam genau zur rechten Zeit und dann diese Aussicht, toll. Das ist der Marktplatz von Ilsenburg. Ja, diese dunkle Wolke scheint was Begrenztes zu sein, aber man weiß nicht, wo es hinzieht, ob es nun kommt oder geht. Anscheinend kommt die Sonne jetzt gerade wieder raus und ich fahre jetzt Richtung Wernigerode. Der R1 geht hier jetzt ein Stück auf der Hauptstraße Richtung Wernigerode, aber hier ist nicht viel los. Ich glaube, ich bleibe auch auf der Straße, wenn der Weg wieder abbiegt, weil es lässt sich gerade so gut fahren. Und da vorne scheint jetzt Wernigerode zu kommen und rechts von mir ist immer noch diese bedrohliche Wolke. Ich bin inzwischen in Wernigerode angekommen. Ich bin jetzt aus Wernigerode raus, ist alles sehr schön da, ganz toll renoviert, aber leider waren sehr viele Leute da, die es auch toll fanden und deswegen konnte ich nicht viel filmen. Man muss einfach mal selber hingehen. Es ist Benzigerode und irgendwo muss ich hier jetzt gleich rechts abbiegen. Das ist das Schild, sehr klein, nichts für meine trüben Augen, aber ich habe es noch erkannt. Ja, Benzigerode ging es runter. Und deswegen geht es jetzt hier langsam aus dem Tal wieder raus. Es wagt sich auch ab und zu mal die Sonne wieder hervor. Eben in Wernigerode habe ich ein paar Tröpfchen abbekommen. Ich bin aber noch nicht ganz sicher, ob ich trocken durchkomme weiterhin, weil hinterm Berg da grummelt's. Oh, ein Betonplattenweg. Ja, aber die sind gut verlegt bisher. Das lässt sich prima fahren. Der nächste größere Ort, glaube ich, jetzt Blankenburg und danach kommt dann Thale. Jetzt geht es hier durch wunderschönen Wald. Das sind jetzt hier Teile von Blankenburg. Anscheinend führt der Weg nicht durch die Stadt durch, da bin ich auch ganz froh. Ich habe heute auch schon so viele Fachwerkhäuser gesehen, das kann ich nachher alles gar nicht mehr auseinanderhalten. Oh, herrlich kühl hier im Wald. Ist so drückend. So, hier scheuchen sie mich jetzt aber auch durch Gegenden. Meine Güte. Oh, ich fürchte, es geht doch noch mal nach Blankenburg runter. Stopp. Aber da habe ich mich verfahren. Da habe ich einen Pfeil fast übersehen. Es geht hier entlang. Ja, ich glaube, ich muss da noch runter. Es würde mich nicht wundern, wenn das die Blankenburg wäre. Es ist das Schloss Blankenburg. Der R1, der führt jetzt da oben hinter dem Schloss her. Dann soll er also über diesen Berg Blankenstein rüber, aber das mache ich nicht mit. Ich fahre auch nicht durch in den Ort rein. Wie gesagt, ich habe heute schon so viele Fachwerkhäuser gesehen und es ist hier alles Kopfsteinpflaster. Eigentlich schade, aber mit dem Fahrrad hat es jetzt wirklich keinen Zweck. Ich bin inzwischen auch ein bisschen müde und möchte langsam ankommen und fahre jetzt deswegen auf der Straße nach Thale. Das sind jetzt noch 7 Kilometer.
Camping. Das müsste es sein. Und hier ist Kopfsteinpflaster-Alarm. Ohne Ausweichmöglichkeiten. Kloster-Camping-Thale. Genau. So, ich habe noch einen Platz bekommen. Habe ich Glück gehabt. Die anderen sind alle schon reserviert. Man hätte eigentlich anrufen müssen. Ja, morgen geht es dann weiter am Nordrand des Harzes entlang und dann hoffentlich mal ein bisschen weiter nach Norden. Es ist allerdings jetzt ein bisschen schwierig, Campingplätze zu finden, aber es wird mir gelingen. Und wenn du wissen willst, was ich dann morgen alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!